Folge 3088. Brunos Gesundheit ist schwer angeschlagen, er schwebt in Lebensgefahr. Alex gibt sich zunächst ungerührt, aber in Wahrheit hat er Angst, ein weiteres Mal von Bruno verlassen zu werden. Als Bruno im Dämmerschlaf nach Heike ruft, regt sich Hennings schlechtes Gewissen. Quälende Bilder des Unfalls verfolgen ihn. Luca ist wütend auf Gregor, der ihm das Geschäft vor der Nase weggeschnappt hat. Britta steckt in einem Dilemma, weil Carla sich wünscht, dass Britta mit Gregor eine freundschaftliche Beziehung aufbaut. Sam kann nicht fassen, dass Amelie die Beziehung wirklich beendet. Amelie zwingt sich, konsequent zu bleiben, leidet aber ebenfalls unter der Trennung. Auch Vivien kann nicht verhindern, dass Sam schließlich Trost im Alkohol sucht. Merle ist gekränkt, dass Gunther ihr Urlaubsfotos schickt, statt zurückzukommen. Thomas befürchtet, dass Merle den Flirtversuchen Peter Mangold zerlegt, was Merle bestreitet. Mangold gebe ihr lediglich Tipps, wie sie ihre Orchidee zum Blühen bringt. Dann blüht ihre Orchidee tatsächlich. Folge 3089. Britta und Carla überwerfen sich wegen Gregor, der Luca das Starttuch vor der Nase weggekauft hat. Dann eröffnet Luca Britta auch noch, dass er seiner Tochter Josephine nach Island hinterherziehen muss. Das Starttuch hätte ihm dort eine Perspektive erschlossen. Britta kann sich jedoch einen Umzug nach Island nicht vorstellen. Carla schaltet sich ein und fordert von Gregor den Verkauf an Luca, ohne extra Gewinn. Gregor gibt nach, der Weg nach Island ist frei, doch Luca zögert. Henning kümmert sich liebevoll um seinen kranken Bruder Bruno, denn ihn plagen Schuldgefühle wegen Heikes Tod. Alex hingegen wird von Bruno mit Vorwürfen konfrontiert, er kümmere sich nicht. Durch Gregors Verlobung kommt er auf die Idee eines Heiratsantrags. Merle gewinnt mit ihrer Orchidee den 1-Preis beim Wettbewerb. Thomas befürchtet deshalb erneut ein Techtelmechtel zwischen ihr und Peter Mangold.